Dinge, schickst YouTube-Links, also levelst bestimmt noch deinen Char. Also so arbeiten möchte ich auch mal. Ja gut, das ist ja dann nicht mein Problem. Da bist du selber schuld hier. Darfst du dir nicht aus den Händen reißen lassen. Wieso machen sie denn sowas? Ah, ich habe noch 10 Questbriefe. So, machen wir das nochmal, dann haben wir es geschafft. Weiß auch nicht. Ja, hast du ja wieder überreden lassen oder was? Breitschlagen lassen. Nennt man sowas bestimmt. Irgendwie habe ich wieder Hunger. Was haben wir denn gegessen? Um 6 in der Früh. Also es ist wild, wenn man... Es ist auch so, wenn ich so früh esse, habe ich wieder Mittagshunger. Wenn ich dann mittags esse, habe ich halt irgendwie dann gar nicht mehr Hunger den ganzen Tag. Außer nachts dann wieder um 12 oder 1. Aber je früher ich esse, desto irgendwie habe ich immer Hunger. Das Frühstück ist nicht so sättigend wie der Rest. Das lässt sich erst am Tag. Obwohl es die wichtigste Mahlzeit ist, habe ich mal gelesen. Griechisch Beste. Lecker. Bifteke. Gyros. Oh, geil, Mann. Bifteke, mein Lieblingsessen im Griechen. Das ist so mal wieder Bock drauf. Uso-Platte hinter sich. Wieso gehen die ja nicht immer so weit weg? Was ist mit denen? Nee, habe ich nicht. Also bestimmt gibt's halt einen. Aber ich habe keinen jetzt im Kopf oder so. Kann sein, dass es einen gibt. Nur nicht geschaut, wenn dann halt vor Ort hingehen oder so und abholen. Ja, ist teuer, Alter. Ich schau gar nicht. Das ist teuer. Einfach nicht gucken. Deprimiert nur sowas. Kann ich ja gleich bei Amazon schauen und shoppen, was ich mir alles nicht holen kann. Ist doch das Gleiche. Weißt du, ich meine? Ist doch das Gleiche. Immer so nur überträumen. Bringt auch nichts. Macht die Psyche nur kaputt hier. Und nicht einmal mehr reden heute. Wow, frech. Oh Lord. 3600. Cool, schön aufgebaut hier. Und schauen. Komm, wie viele Sekunden habe ich noch? 5 Stacks, 6 Stacks, 7 Stacks. Zusammenziehen und Energie. Gar nicht. Meine Pflanzen kommen gar nicht zusammen hier. Taxiteller. Ich kenne nur Kreta oder Rhodos Teller beim Griechen. Ja, würde ich alles essen. Würde ich essen. Currywurst, Gyros, Tzatziki, Pommes. Alles geil. Let's go, rein da. Also, fühle ich. Klingt sehr geil. Kein Witz. Schmeckt alles einzeln gut. Warum soll es zusammen nicht gut schmecken? Spezi, oder? Nee. Sei mal so spießig hier. Probier doch mal was Neues. So, dann haben wir noch ein paar Questbriefe gleich. Dann haben wir noch dieses Daily-Gedönse. Ach, der Scheiß ist offen, oder? War das von 12 bis 13 offen? Deswegen war vorhin hier in einem Portal. Also mit Glück vielleicht morgen oder übermorgen Level Up. Weiß nicht genau. Plus ein wenig Gyros mit Tzatziki. Das hat sie gerade selber geschrieben. Deswegen hat es zu lange gedauert mit dem Text. Man kennt's. Hat ausgedacht. Wochenanzeige, Fretes. Ich lese immer so ein bisschen schon dann weiter. Mal gespannt hier. Kurz oder Schließung. Oh, kurz oder Schließung. Moment, kurz oder Schließung. Sind einer Unbissbrot nach Currywurst verlangt, denn Fleisch. Ah, verdammt. Muss ich gleich nochmal lesen. Beim Boy Boss Down muss ich lesen. Verdammt. Irgendwas ganz Wildes sehe ich da. Denke ich mir. 6, 7, das. Energie. Jetzt geh doch nicht weg. Soll ich den meisten Schaden machen und alles aufgebaut hier? Die Stacks aufgebaut, geht sie weg oder eher? Oder ich weiß nicht, was es ist. Es frech. Ist weg. Shit, mein Headset sagt man kein Power A. Ich höre nichts mehr. Ich weiß nicht, wie stark das hier ist. No Don't. Oh, ich sehe das Leben. Das Leben Schwankerino. Schwankerino das Leben. Oh, jetzt habe ich Blätzchen abgebrochen, weil er Honig angenommen. Ich drücke 2, 1, dann dreht er sich und dann habe ich das 2. Also, da muss ich wieder warten jetzt hier. 1, drück halt 1. Also, ich verzöge manchmal schon anders, weil ich muss mal weg. Das ist mir zu risikoreich. Ich höre jetzt keinen Ton mehr. Ich höre keinen. Jetzt komm, dreh dich. Mach Schaden. Hast du mal Spezi geschickt? Wie komisch, dass er so ohne Ton. Kannst du dir nicht vorstellen? Wo ist sie denn? Ich komme da gar nicht mehr ran. Jetzt aber komm. Ja, kann ich hier wechseln wieder. Also, hinter dem Namen. Vergesst, ich muss da hinschauen. Hinter dem Namen Taxiteller verbirgt sich eine Currywurst mit Pommes plus ein wenig Gyros mit Tzatziki. Wie es zu dem Namen gekommen ist, verrät der Essener Wochenanzeiger. Angeblich. Es ist nicht safe. Angeblich soll ein Taxifahrer kurz vor Schließung einer Imbissbude nach einer Portion Gyros verlangt haben. Da aber nicht mehr genug Fleisch für eine ganze Portion vorhanden war, wurde kurzerhand mit einer Currywurst aufgefüllt und der Taxiteller war geboren. Ja, so einfach geht das hier. Geile, schmackhafte Erfindung. Geile Nummer, sagst du. Danke. Ja, ich meine, hey, er ist hingegangen, wollte was essen und passt, hat was bekommen. Wenn noch was dabei kreiert oder erfunden wurde, gigantisch. Aus Hesse und musste das erst kennenlernen. Okay. Ich komme nicht aus Hesse. Da bin ich nicht. Aber irgendeine Kleinigkeit mampfen wäre super geil. Muss man nochmal die Portalöffnungszeiten anschauen. Ja, komme eigentlich aus Hessen und kannte Taxel nicht. Bin vor ein paar Monaten dann hergezogen. Jetzt habe ich ja verpeilt, wo her ist. Stand es irgendwo oben? Hergezogen. Wo ist denn her? Wo bist du denn jetzt? Dortmund. Okay. Ich bestelle gleich bald und werde es wild auf meinem Teller kombinieren. Wie? Ach so, doch, du hast ja gesagt.
was du bestellst. Auch. Ich dachte jetzt, bestellst du das, was Luna gemeint hat, oder was? Freiwillig? So, täglich, okay, habe ich die. Wie, jetzt bist du doch nicht mehr so spießig, lässt dich darauf ein? Spezi, Spezi, Spezi. Ganz wild mit dir. Nicht, dass du noch aus den Latschen kippst hier. Hast geschafft, ja. GZ, GZ. Also, wer noch Bock hat, täglich mit uns hier allein zu erleben und ein Teil von uns sein möchte, wir haben noch 13 Plätze. Escape, Clanaufnahme, GAXTV, suchen, einschreiben, rein da. Ja, Discord haben wir auch. Alles gegeben hier. Jetzt ist schon eine Menge los. Was ist hier? Krass. Jetzt habe ich 40, 35. So, dann machen wir mal noch schöne Quest-Dinge. Achso, warte, ich wollte die Portale anschauen. 90% steht da. Ich klicke auf das Ding da hier, das Portale. Öffnungszeiten sind 13 bis 14 Uhr. Ja, das ist doch okay. 13 bis 14 Uhr. Ich kann ja noch nicht rein da. Gold hier ist nur für Drachengarten. Drachengarten ist halt so mit dem scheiß PvP. Das ist so nervig. Das ist so unangenehm. Hier nochmal rein. Ein bisschen farmen, XP. Versuchen Level so weit wie möglich zu pushen. Aber vorher noch ein paar Dailies. Vielleicht mit Kranz. Gleich mit Kranz. Bisschen noch Sachen bekommen. Schwerrüstungshelm der Sinnesschärfe. Okay. Nur viermal aufwertbar. Ich glaube, das ist ein Schmarrn, oder? Das können wir wegtun. Weg damit. So. So geil, wie schön aufgeräumt das Inventar ausschaut. Wenn man hochscrollt. Huch. Das ist da nicht mehr so. Okay. Welche Quests sind denn hier lukrativ? Warte mal, ich sollte schon die Quests in der hohen Umgebung machen. Aber hier sind wieder die PvP-Quests hier. Ich will sie hier machen, wenn es geht. Ermittlungsimpfung. Gold. Gruppe. Atem. Sammeln. Versuchen, indem du nach neuen Objekten suchst. Sammle Objekte der Stufe 2. Fischen. Aber angeln kannst du hin und wieder andere Dinge als Fischen erbeuten. Aber ich kriege ja nur Gold. Ich will irgendwas Sinnvolles bekommen. Wir suchen nach Abenteuern, die in den Kümmerminen mit der dunklen Energie behafteten Leich Namen beseitigen. Ressourcen. Wir suchen nach Abenteuern, die Kräuter sammeln, die in der Oase wachsen. Vielleicht kannst du dann sogar... Das klingt jetzt nicht so wild. Das können wir machen. Da hier. Können wir mal testen. Gibt Gold, gibt die Teile. Fertig. GZ. Okay. So. Leben. Wir suchen Abenteuer, die Kräuter sammeln, die in der Oase wachsen. Vielleicht kannst du hier so ein legendäres Kraut finden. Okay. Ein merkwürdiger Forscher hat beim Altar... Erschaffen, was? Altar geschaffen, der die lebensschenkende Stille erinnert. Atem. Ich hasse Atem. Leben. Atem. Bosse in Einspieler verließen, besitzen gesprungene Mana-Steine, die im Laufe der Zeit zunehmend Macht verleihen. Wenn ein Boss einem gesprungenen Mana-Stein absorbiert, wird er mächtig genug, um aus seinem Verlies auszubrechen. Besiege die Bosse und wende ihre gesprungenen Malersteine, bevor sie den Lebensraum... Okay. Es gibt Quests für den Verlies? Welches ist es denn? Besiege Gruppenverlies-Bosse, um Malersteine zu erhalten. Ach, Gruppenverlies-Bosse, scheiße. Nein, ich muss Gruppe machen, hab's nicht gelesen. 400, da komme ich ja gar nicht rein. LOL. Zwei Questbriefe versaut, aber die kann ich ja für andermal behalten. Das ist natürlich doof. Ach komm, machen die zwei nochmal fertig. Kamele, habe ich schon. Atem, okay, mach erstmal die. Habe ich verpeilt, hey. Habe ich verpeilt. Dass das eine Gruppenverlies-Quest ist. Ich dachte, das ist Single. Aber stand da nicht ein Mann-Verlies? Hä? Das ist komisch. Ich habe mir eingebildet, da stand ein Mann-Verlies. Die Kill-Quest finde ich immer noch am spannendsten. Ey, was ist denn mit der? Jawohl, geil, schau mal. Kamel geheilt. What? Einfach Kamel geheilt, Pock. Cool. Und nochmal, let's go. Das Geile ist, dass der führt dich einfach hin. Hier, kann ich ja nebenbei machen. Ich kann nicht nebenbei machen, die Quest. Zack, 6, fertig. Ja, ich hab schon Tagesheld, kein Stress. Geil. Action Jackson. Ach so, ich hab schon. Deswegen Reach Destination. Sammle Objekte der Stufe 2. Ach so. Kraut, selten legendär. Guck mal, wo der mich hinschickt hier. Schon weit. Eroberung des Gruppenverlieses, verdammt. Ich hätte lesen müssen. Müsste ich bei so einem Gruppenverlies dann mit Tank-Skillung machen oder ganz normal? Also PvP ist ja... Schau mal Hand an hier, noch mehr Saat hier. Bin ich schon mal ein paar Mal vorbeigekommen hier. Das ist immer noch das Geilste. Einfach fahren lassen. Ganz entspannt. Sandgeist-Oase. That's great. Ich hoffe, da sind keine Bösen hier. Wer jetzt halt hier? Was ist mit dir? Haben wir jetzt mehr? Ein Punkt, oder was? Ach so, müssen wir weiter gucken. So versteckt hier. Kann ich es eigentlich vom Mount aus nutzen? Manchmal greift ihr einen an, sind das Böse hier? Ne, ich glaube nur der Anführer ist böse, wie immer. Man ist schön entspannt. Auf jeden Fall muss ich den nächsten Tag einfach nochmal ein Char testen. Ja, ja. Die wiederholen sich.
Bei den Dailies halt. Ich hab das. Das sind gerade die ich mache. Die haben wir alle schon mal gemacht, glaube ich. Mal mache ich die Jagdquest, mal die Angelquest. Jetzt mache ich halt irgendwelche Sammelquests hier von Kräuter. Gestern habe ich. Was habe ich gestern gemacht? Dingsbums. Bergbau. Mine habe ich gestern gesammelt. Das liegt natürlich auch an dir. Wenn du nicht zuschauen würdest, würde ich es nicht machen. Ist ja klar. Weißt du, wie man. Das sind halt sogenannte Dailies. Die kannst du jeden Tag machen. Deswegen hast du dann 20 Questbriefe. Eine Daily benutzt manchmal ein Questbrief, zwei oder drei, je nachdem. Ja, und die kannst du dann dafür verwenden. Na komm, ich steig selber ab, weil der kriegt mich sowieso zum Aufbauen hier. Komm, zack, so ist mir jetzt bekannt. Zack, oh, und das. Ja, kein Problem. Du musst halt schauen, je nachdem, was du brauchst oder was du möchtest, gibt es verschiedene Belohnungen bei den Daily Quests. Wenn du was Bestimmtes brauchst, musst du halt dann die Daily machen. Gibt in jeder Stadt so ein paar Dailies. Mal kriegst du nur Gold, mal kriegst du irgendwelche Marken, mal andere Marken. Musst du schauen, so ein bisschen. Ich hatte mal die Jagdquest gemacht. Da kriegt man diese Sachen, dass man die Fähigkeiten freischalten kann für die Klasse. Aber man kriegt also die Fähigkeiten im Sammelbuch. Also die Fertigkeiten bei K halt. Das sind solche, sehen aus wie so Planeten, grüne und lila, ne? Grün und blaue, glaube ich. Das sind die denn? Wo sind die denn? Auf jeden Fall für hier. Für da, die grünen und blauen. Dann kannst du halt Fähigkeiten freischalten. Kriegst aber eh so viele Rollen beim Questen, dass du die freischaltest. Ich weiß gar nicht, ob man alle freischalten muss irgendwann im Laufe der Zeit. Und bei denen habe ich jetzt beides bekommen. Mana, das Ding und Gold. Hat sich halt lukrativ gelesen. Dann wiederholt das Sammeln. Sammle, guck mal nebenbei, Fische. Auch nicht. Fang einen Barsch. Fang einen Barsch. War das nicht hier, wo ich gestern war? Wo sind denn die Bärsche, Ärsche? Barsch, da. Let's go. Tschüss. Habe ich gestern gemacht. Voll geil. Ich bin fast Max-Level. Das ist ja das Tolle. Beim Angeln kann ich vielleicht eine Kleinigkeit mampfen oder so. Nebenbei. Ach, jetzt habe ich die Selbstreise abgebrochen. Sammle Objekte der Stufe 2. Es ist eigentlich scheißegal, ob Kraut oder Erz. Schätze ich mal. Stufe 1. Alles nur so kleine. Immer schön Kraut sammeln. Füllst der Chiller. Bist fertig mit deinem Verlies. Ich habe einen Scheiß gemacht, du. Ich habe angenommen irgendeine Gruppenquest. Verdammt. Also wirst du nie 45. Einfach vorbei mit dir. Char löschen, neuen Char machen. Tja, so kann's gehen. So kann's gehen, sage ich dir. Das ewige 44. Level. Also zwei Angel kaufen oder eine. So. Keck weh, denkst du dir. Bin schnell schiffen. Kim gleich. Hacke Peter, danke. Moin. Ich mach mir nur gerade was zum Essen hier. So eine schöne Käse. Wurstplatte. Erstmal nur eingefrorenes Brot, deswegen mal kurz auftauen. Gleich durchgeschafft hier. Easy. Fish Main. So, das geht ja auch. Jetzt habe ich aber keinen Barsch, habe ich wieder so Müll hier. Das ist immer Müll, wenn es so lang ist, dieser Strich da. So. Irgendwie ist es doch kühl. Irgendwie doch kühl hier. Na, jawohl. Den dritten Barsch hier. Ohne Momento. Küche? So, Toast gleich durch. Was zum Mampfen hier nebenbei? Können wir schön angeln? Dann passt das. Einfach allein hier genießen. Allein. Gandalf, merci dir, grüß dich. Moin. Beim Angeln machen wir nebenbei ein bisschen was in der Küche zum Mampfen. Toastbrot, Wurst, Köse, Ketchup habe ich hier. Mag ich hier gleich fertig. Nur vorbereiten mit die Mats. Und da ist Angeln eigentlich ganz schön, ne, so ist entspannt. Angeln nebenbei ist geil. Kann ich mal wieder mal Leertaste drücken hier. So, spannend. Wenn der Fisch rauskommt. Jawohl, noch einen hier. Ich weiß nicht, also heute schaffe ich glaube ich nimmer 44. Dafür haben wir zu viel rumgefummelt. Aber das ist gut, ich mag das. Schauen wegen den Skills, noch ein bisschen was erfahren. Probiert das Schild zu kriegen, haben wir bekommen, aber es wurde zerstört. Hat einfach hier Tischler oder so, ne? Zerstört hier. Einfach gesagt, mach's kaputt. Ich hab's kaputt gemacht hier. So, Kim gleich. Hab Toast gehört. Ich find's super geil. Das macht eine Menge Spaß, macht super Laune. Ich habe mich nach vielen, vielen Jahren mal wieder ein MMO getraut, außerhalb WoW. Das macht Laune, das macht echt Spaß. Auch wenn ich jetzt hier nur gerade sitze und esse und hier, ich habe hier mal so Brötchen gemacht, drunter ist noch Käse-Wurst, muss ich noch belegen hier. Mit Liebe. Außen Toaster direkt, deswegen ist das so schief. War noch gefroren vor ein paar Minuten. Deswegen, das hier, Wurst drauf, Käse, fertig. Heute früh hatten wir noch Spinat. Haben wir jetzt nicht mehr. Salz noch. Kabal Online klingt irgendwie wild. Also, ich mag das Spiel, mir gefällt's. Man wird ziemlich erschlagen mit einigen Sachen. Viele Währungen, viele Sachen im Inventar. Da man nicht weiß, was wohin gehört, muss man erstmal ein bisschen sich damit beschäftigen. Aber das kommt schon mit den Jahren. Schöne Effekte, geile Arten, seine Skills zu verändern, zu kombinieren. Sehr, sehr viele verschiedene Sachen, wo man verändern kann hier. Und hier nochmal, aus 4 verschiedenen Quellen kannst du deine Talente oder Skills verändern
positiv, negativ, je nachdem, was du da klickst. Also, eigentlich kannst du nicht so viel falsch machen, da es ja eh for free ist. Runterladen, selber probieren. Ich habe von dem Spiel erst Anfang Oktober gehört, nur ganz kurz bei der GameStar-Vorschau. Hab mir gedacht, MMO, ach egal, hab eh WoW. Dann habe ich vor einer Woche, also von eineinhalb Wochen, nochmal die GameStar-Vorschau gesehen. Von der Woche, die dann, also, die zeigen immer, was war und was kommt. Hab ich mir mal genauer angeschaut. Danach 6 bis 8 Stunden Videomaterial, 1 bis 2 Stunden mich eingelesen, noch ein bisschen drüber nachgedacht und so und dann Charakter erstellt. Ja, und passt bis jetzt. Besten habe ich bekommen. Jawohl. Also, Krawatten-Gandalf, wenn du irgendwie BDO oder Terra gezockt hast, ist das schon so ein bisschen ähnlich. Anscheinend die Macher von Terra und die Publisher von BDO. Made in 2 habe ich noch gar nicht jetzt gehört im Vergleich. Meinst du? Okay. Ganz neuer Ansatz hier. Ganz neuer Ansatz, aber trotzdem sind es die Leute von denen. Ist halt die alte Unreal Engine 3. Jetzt habe ich Max Level hier. Wow. Ja, Alien ist geil. Hab ich auch schon mal gespielt, Luna. Also, wenn ich mich jetzt expertiere hier beim Fischen, gewährt dir beim manuellen Fischen in Herz in folgende Vorteile. Es sind immer einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusätzliche Perlen enthalten. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusätzlich Fisch erhältlich. Einmal mal testen. Rote Fraktion. Ontari. Ganz wichtig, for the Horde. Die rote Fraktion immer die Horde. Nicht die blaue. Nicht unbedingt ein König haben, sich jeden Tag für den bücken müssen. Oder hinknien müssen. Ist nicht geil. Nicht so schön. Ich sag's dir. Falls du mit uns zocken willst, Andromeda, wenn du Lust hast, ansonsten, wie du möchtest. Das war auch schon lange vor dir. Jetzt habe ich es einfach gelernt, oder was? Einfach so hier. Lol. Diese Abneigung zu blau hier. War schon lange vor dir. Ja, beim Essen kannst du jetzt nicht viel Action sehen, Gandalf, aber nachher dann vielleicht. Dann mal schauen, ob ich diese Ding bekomme. Ja, ich ja auch. Luna, ich ja auch. Wenn einige Leute etwas machen, ekelt es mich an, mache ich einfach das andere. Deswegen jetzt auch so ein bisschen anders am Streaming. Hab hier Tastaturcam. Das haben nicht viele andere. Alle meistens haben Cam, ist ja okay. Ist ja üblich. Hab hier Unboxing-Cam von mir aus oder was auch immer. Hab aber auch eine Badcam hier für euch, wie ihr wollt. Also, ganz viele Schweinereien kann man machen. Besonders wenn Soldium reinkommt. Das geht. Ja, aber ist so ein bisschen anders bei mir. Natürlich stoße ich damit an und bin nicht erfolgreich oder so, aber egal. Einfach machen. Machen. Sich nicht bücken für den König. Also, ich kenne niemanden und kannte niemanden, als ich das Spiel erstellt habe. Hab Spiel runtergeladen, hab Charakter 2,5 Stunden erstellt, hab mich da für die Fraktion entschieden davor. Hab da gesehen, blau, rot. Rot, hier. For the Horde. Und da hab ich mir das durchgelesen und war ich mir sicher. Ich hab mich von nichts und niemandem beeinflussen lassen. Meine eigene Meinung gebildet. Bis gleich. Ich wusste nicht, welche Fraktion gut oder schlecht ist. Ich hab halt nur, das fand ich halt geil wegen Horde und fertig. Und da ich einen Text gelesen habe, will Königreich, hat sie mich halt an die Allianz erinnert. Königreich und König und diese hier so ein bisschen rebellieren und Macht selbst an sich reißen, bla bla, keine Ahnung. Das ist doch super. Erster Stream meiner, freut mich. Und du bist sogar wiedergekommen. So scheiße kann es ja hier gar nicht sein. Wo ist die Quest für dein Schild? Ja. Einfach Wachstumsquest machen. Irgendwann kriegst du das. Ich weiß nicht genau wann und wo, aber einfach Wachstumsquest machen. Ich glaube mit 42 kriegst du das. Das freut mich. Ich meine, erscheinen reicht auch, aber ist okay. So, alles aktivistisch, ist beides geil. Gar kein Problem. Ich bin offen für alles. Also habe ich mich spezialisiert und kriege jetzt vielleicht Perlen. Ich dachte, der Angus geht wieder hoch, kriegt mehr Fische. Hier noch Brennstoffkonkurrenz. Weißt, für alles haben sie 3.000.000 Mats. Aber bei Fischen gibt es halt einen. Ein Fischfilet, einer Fischenscheibe. Es gibt schon verschiedene Fische, aber es gibt halt einen. Hose, ultra lange schon. Ich habe mir nach 2 Stunden Pause gegönnt. Bin schon länger wieder wach, war schon... Rasieren, duschen, bisschen frühstücken in der Früh. Schon ultra lang. Schon wieder fast so weiter Tag. Um 5 war ich am Rechner. Weißt du, ungefähr. Davor eine Stunde bin ich immer schon wach, bevor ich in den Rechner gehe. Hey Angel, guten Morgen. Gummo. Soul Dream. Ja, richtig. Hast du recht. Twitch aufs Beste. Also dein Play Kakao Games Konto. Mit dem Twitch-Konto verbinden, zuschauen. Danach ins Twitch-Inventar gehen, wenn du Drop bekommen hast. Den abholen. Und danach gehst du in die Seite von plainkakaogames.com ins Web-Inventory und schickst es dir. Verknüpfen, zuschauen, abholen, schicken. Wunderbar, brutal hier. Aber sagst, es geht nicht. So, danke schön, Marcel. Ich habe in der Früh um 6 gefrühstückt, wenn ich immer so früh frühstücke, habe ich gleich wieder Hunger. Ist es der richtige Twitch-Account? Ist es der richtige Play-Kakao-Game-Kakao? Gut, Twitch bist ja hier, aber wir hatten das, Red Baron hatte seinen falschen Play-Kakao-Games-Account verbunden. Von früher hatte er noch einen in Twitch drin, den alten. Hast du das... Bekommst du die Drops? Kannst du sie abholen? Oder wo scheitert es denn? Wo bleibt es hängen? Auf dem Weg von Twitch zu Kakao Games? Generell schon bei Twitch? Oder wo hängt es? Woran hängt es?
Mal gespannt, was du da machst, Angel hier. Ich seh nur Wetter. Tja, nur die Bank. Okay. Im Web-Inventory soll es drin sein, ja. Falls es nicht drin ist, viele sind heute reingekommen und haben gesagt, hey, ich habe meine Drops endlich erhalten. Die sind anscheinend noch am Rumwerkeln da. Vielleicht hast du sie auch bald. Aber abholen bei Twitch konntest du sie schon, schätze ich mal. Sonst hättest du nicht gefragt wegen Web. Ich bin gar nicht so ein Frühstücksmensch, aber wenn ich dann in der Früh um 6 esse und am Mittag und danach gar nicht mehr den ganzen Tag, bis in der Früh, ist dann schon, habe ich schon Hunger. Falls da steht mit Wartungsarbeiten und du keine Drops oder sowas siehst, probier mal, wie Marcel sagt, einen anderen Browser vielleicht. Oder bei mir ging der erste Tag gegen Chrome. Dann ging 2 Tage Edge. Dann muss ich auf Edge Portable wechseln. Und jetzt geht wieder Chrome bei mir. Hin und her. Komisch, dass es manchmal im Browser liegen kann. Sehr wild. Sehr wild. Also Edge World First, wa? Oh. GZ. GZ, du Dussel. Jetzt musst du uns aber auch was abgeben. So ein paar Pads, paar Mounts, paar Coins. Weil wir geholfen haben. Nichts gibt's umsonst. Nicht mal den Tod. Jetzt nicht mehr. Jetzt hast du doch die Dubs. So, wegbringen. Bisschen hier wischen. Und dann geht's los. Weiter geht's. Action. Zack, zack, zack. Ich muss ja sagen, Luna. Ein sehr einfallsreicher Name. Hätte ich nicht mitgerechnet. Bin richtig stolz auf dich. Richtig stolz auf dich. Der ist schon hässlich, oder? Dieser Vogel. Hast du nicht anders verdient, Zolding. Zu der Meinung bin ich auch gekommen. Nach dem ersten Mal schreiben von dir. Sofort gewusst, ja. Das Hallo hat mich skeptisch gemacht. Mhm. So ein Ding ist das. Das bezweifle ich, aber ganz doll. Jetzt kommst du mir so mit Herzen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich mache einfach mal Spiegel. So, letzter Fisch und dann go. Weiter geht's. Genug hier getödelt jetzt. Achso, kein Fisch, das ist irgendein Müll jetzt. So, jetzt den ganzen Stuff verkaufen hier. Ja, alles verkaufen. Dann die Fische entwurschteln. Achso, die Angel auch verkaufen, die jetzige hier. Zack. Dann das hier. Zack, zack. Wunderbar. Mana auch hier. Nehmen. Und verkaufen die Sachen. Einfach verkaufen hier. Don't smoking too deep. Okay, ich weiß ja nicht. Was ist damit gemeint? Nicht so tief inhalieren oder was? Aber so viel Gold gibt's ja nicht hier. Ich weiß ja nicht, wie es Brennstoff gemacht hat hier. Wo treibt er sich eigentlich rum heute? Der Brenny. So, weiter geht's. Also, ich glaube, ich kann diese eine Quest gar nicht mehr machen. So wirklich. So, die kann ich gar nicht machen. Da brauche ich eine Gruppe für Verlies. Haben wir 40er in der Gilde? Ich habe jetzt eh schon keine Punkte mehr hier, was das angeht. Dass ich Gags mal stundenlang fischen sehe. Also, Händel, gleich wirst du verspeist hier. Wird dir die Haut über den Kopf gezogen hier. Das, bei WoW haben wir das schon öfter so lange gemacht. Sogar mit mehreren Accounts gleichzeitig. War geil. Hat Spätzle gemacht. Bist du nicht heute dabei, Hindel, oder wie ist es mit dir? Ich bekomme meinen Angerskill nicht mehr hoch, seit ich Stufe 2 bin, steigt er nicht mehr. Musst du skillen. Gehst du auf P, gehst du auf Ding und drückst hier auf Angerskill. Und dann kannst du weiter leveln auf irgendeine andere Stufe. Ich habe mich schon expertiert. Mahlzeit, Hasenhirn, was geht? Ich bin Angelexperte. Vielleicht musst du dann Gewässer angeln, wo man Stufe 2 Fische fängt, um weiter zu skillen. Grüß dich. So, also das habe ich jetzt mal geschätzt. Also, keine Ahnung, ich habe es einfach so gemacht. Ich habe halt für Stufe 2 habe ich geangelt, Stufe 1 hoch. Du bist heute Morgen fett. Okay, wunderbar, freut mich. Bei mir ist 400 von 400. Schade, dass ich nicht mehr weiter kann. Schon ein bisschen traurig hier. Ja, jetzt hier. Heute wieder viel gelernt hier, Händler bei dem Char hier. Das überlege ich halt trotzdem, ich muss ja noch einen zweiten anfangen. Einfach so. Lieber 2.40 haben, ein bisschen mehr machen können. Aber ich weiß noch nicht genau welchen. Soll ich die Char spielen, die mich immer vernichten? Weil ich auch so einer bin, so wie alle. Dangeln finde ich in Alien voll geil. Kannst alles machen, so willst du nebenher im Game, musst du halt das. Genau. Beim WoW bist du. Du hörst dieses Plätschern des Schwimmers und dann musst du drücken. Und hier drückst du halt, wenn du Zeit hast. Wenn das nicht, dann mach das halt selbst. Richtig geil. Der dritte Tag, in welchen ich auf dem Level 43 verbringe. Stell dir mal vor, Händler, wir hätten uns in dem Spiel Elion kennengelernt. Dann wären wir für ewig Freunde geworden. Jetzt haben wir uns ja leider wie wir kennengelernt. Ja, und Trip. Das war's. Das ist noch ein. Nee, das ist ein Junge. Ich brauche eine große hier. Noch 4 große Objekte hier. Reife Eiche. So, noch. Oh, ich glaube, mein Skill reicht nicht mehr. Meine AP, ich habe zu viel rumgewurschtelt wieder. Doch, vielleicht krieg ich es noch hin. Es hat nur 3 gekostet hier. Ich habe gar nicht gecheckt, dass sogar diese Sachen auf der Minimap angezeigt werden. Wird ja alles angezeigt. Kurz ein bisschen zurücklehnen hier. Dann wird gleich wieder geballert. Elchkuh? Ich weiß nicht, hast du das gestern auch geschrieben? Weil dieser Text kommt mir bekannt vor. Also nicht mit der Elchkuh, sondern dass der CPU halt durchdreht. Wie? Erforderlich? Ach, 15. Ich habe 9. Machen wir das später fertig. Du kannst die täglichen Quests, okay. Wie viel Punkte haben wir noch? Wo sieh ich, wie viele Questpunkte ich habe? 3. Schließe die Mission ab. Unterstütze. Von wem habe ich die denn? Von hier? Ja, das ist hier im Gang, also brauchst du ja gar nicht mehr anzeigen hier. Von hier ist die. Was habe ich denn noch für schöne Quests hier? Tagesquest. Atemtaler von
Equins. Ach, nur Atem. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich würde es feiern, wenn ich mal einen anderen Char probiere. Einfach so. Ich labe jetzt die ganze Zeit davon, einfach mal machen. Einfach mal. Ich bin interessiert. Ich bin einfach interessiert, was so geht, wie man sich so fühlt. Genau. Ich spiele jetzt den Char seit letzten Montag. Seit 10, 11, wie viele Tage sind das? 7 plus 4? 11 Tage. Und ich lese und höre immer so viel von anderen, sind toll, sind geil, die Stars und so richtig interessant. Und im PvP bin ich auch geprügelt worden von denen und von den anderen. Ja, einfach machen, genau. So habe ich es dir gerade eben auch geraten, ne? Selber Text von mir gerade. Du schlägst mir mit meinen eigenen Waffen, aber richtig frech, sag ich dir. Aber die Charakterstellung, Alter, das ist ja 2,5 Stunden frech. Ich weiß nicht, Ele. Ich habe halt immer Schorken fertig gemacht, aber noch ein Nahkampf. Und man kann ja mit Level 20 anfangen. Oh nein, ich darf nicht beide machen. Finde den verlorenen Hund. Schau mal. Das finde ich gut. Ja, wir müssen mal schauen hier. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Ich würde es am liebsten sogar in instant jetzt, aber jetzt bin ich, also ich will noch ein bisschen mit dem was machen. Wisst ihr? Sogar instant. Ich möchte das so schön entspannt am frisch machen. Also am Anfang. Das heißt nicht, dass das Ende ist, aber es ist am Anfang. Nee. Ja, nee, ich möchte mit dem nur was fertig machen. Und ich bin eher so, also ich will halt die Sachen hier mit dem noch erledigen, bevor ich was anderes mache. Und ja, dafür habe ich noch zu viel Bock auf den Charakter, weißt du, wie ich meine? Hab zu viel Bock. Ich muss ja versuchen, in meiner Bubble zu leben. Nicht immer nur die anderen hier, die machen so viel Schaden, so viel geile Sachen. Und ich gucke und quäle mich hier die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht. Wenn ich fit bin, so mittendrin, vielleicht mal am Anfang. Vielleicht morgen. Wir sind ja eigentlich den ganzen Tag da. Heute Abend muss ich noch einen Termin wahrnehmen, das habe ich euch ja gesagt. Hallo? Der nervt. Du läufst zu lange hier. Da brauche ich zu lange für den Großen. Aber die Kleinen, das passt. Achso, ich wollte ja hier diesen Kranz rein. Einfach so eine Killpass machen. Wer weiß, wie viele Stages die hat. Mal weitergehen. So, das passt. Ich muss echt entscheiden, an welcher Charakter. 8 Stunden schon eingeloggt. Das ist sogar noch länger, oder? Ja, 8 Stunden. Ja, krass. Immer diese Zeit im Spiel hier. Die vergeht, er vergeht. Klar, wir haben auch zwischendurch geangelt und gegessen. Hat gereicht, sogar ohne die Stacks hier. Guckst du Discord? Guckst du? Ja, bitte. Oh, okay. Was ein netter Text hier, krass. Also, ich habe erst einen anderen Text gelesen hier. Ich lese deins gleich, hatte nur einen Text von Pico gelesen hier. BZ muss ich hinten einstellen. Slayer, der stärkste Char, der irgendwie alle kaputt macht und mich immer zerstört. Ist Krieger. It will be a warrior. Nahkampfkrieger mit aber Range Attacks, was mich halt irgendwie, also strange ist. Und der Schorke ist der Assassine, der hat auch Range Attacks. Wird sich eigentlich nicht sogar lohnen, am zweiten Account anzufangen? Muss man nochmal die ganzen Drops und alles sammeln oder so? Ist das nicht lohnen? Einfach einen anderen Account machen? Weil das Spiel ist nicht besser? Statt auf einem Account alles zu machen? Hat man da nicht mehr Vorteile? Dass man wieder alles kriegt und so? Weiß nicht. Ich schau gleich. Spezi. Discord aufgemacht, ich habe 2 Nachrichten. Und von Pico, die war richtig und wichtig. So, hast du denn das bestimmt dein Bild geschickt, oder? Also Slayer. LOL. Jetzt hat er sich das echt geholt hier. Luna, ich lecke das mal hier. Verdammt. Gleich. Ich muss mich irgendwo hinstellen, wo safe ist. Wie, dir fehlen 3 Dinger. Woher weißt du denn das? So. Aber also, das finde ich gut. Aber die Einlog-Quest, glaube ich. Wie? Meinst du das mit dem neuen Account? So, oh Gott, oh Gottes Willen, oh Gott, Monster. Du Monster hier. Du bist ein Monster, Spezi, wusste ich schon. So, Alter, was hast du da? Was ist das für ein Ding? So, okay. Also, das ist ja super geil. Das ist super geil hier. Gyros? Boah, das ist so geil. Oh, lecker der Reis hier. Und Currywurst. Currywurst Pommes. Das sind doch aber 2 komplett. Hey, hast du. Krass. Sehr geil, sehr geil. Gönn dir, guten Appetit, lass es schmecken. Ja, haben wir vorher gelernt, dass das ein, was ist, ein Taxi-Teller, glaube ich. Ist ja egal, im Endeffekt ist das Gleiche. Im Endeffekt ist das Gleiche. Und er verdient mehr damit, weil es 2 selbstständige Gerichte sind. Gönn dir. Ja, ach so, stimmt, ich soll auf Ding gehen. Ja, mach ich gleich. Auf Clan, meinst du? Also, und ich dachte, jetzt bestellt er zu mir auch sowas, aber Spezi, nee, da ist er schon so ein Sackgesicht, also ein netter Mensch. SD, das bist du aber nicht du, du bist Soul Jimxy. Soli am Start, was geht ab? Haha, ja, okay, das Scheißtext, den kann du dir einfallen. Alles klar, verifiziert. Alles klar. Ohne Mump kein Kampf, auf jeden Fall. Not enough Stamina. Charge! Und kein Bier vor 4, du meinst immer Bier. Nur 4 nicht, oder? Ich hab's falsch verstanden, kann ja auch sein. Lol. Das Monster. Verträgst du das mit deinem Herz? Spitze. Oh,
So, nochmal nach 15 AP warten, dann passt das. Jo, endlich Level 30, nur noch 8 Levels auf dem alten Slayer. Beste. Ja, ich werd heute, also nee, heute nicht mehr, aber morgen oder so, dass ich mal einen anderen Char teste. Trotzdem will ich mit dem auch die Sachen fertig machen, dass ich wieder so eine Rüstung kriege. Ich brauche 35 Punkte, ich habe 31. Morgen kriege ich auf jeden Fall nochmal ein Schild und dann schauen wir, ob wir es zerstören wieder oder ob es bleibt. Ginger-Dingsbums. Klingt verlockend hier, würde ich mir auch reinzwirbeln. Ach scheiße, hat ein anderer schon gepullt. Halt den Stamina. Habe ich aber schon eine ganze Menge verpasst an diesen komischen Items, weil ich habe wirklich nicht jeden Tag die Dungeons gemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass es so eintauchen so schnell, hätte ich jetzt so viele Sachen schon aus den Dungeons. Also von den Marken halt. Oder so ist es auch so ein Energy. Ja, ist doch Energy-Ding, klar. Monster? Klar, sowas wie, Red Bull oder so. Klar, kommt hier noch einer hin, der Stress macht hier. Ja, Monster Energy ist wie Red Bull halt. Das schickt doch mal das ganze Foto, dann können wir recherchieren. Ja, Monster ist nichts anderes. Einfach andere Firma. Sonst der gleiche. Gleiche Inhalt und alles hier, so dann durchdrehst. Bist du dann Schmitz Katze, sagst du? Was für Level sind die eigentlich hier? Die 41 kenne ich. Ach so, und ich würde schon gerne auf 44 kommen. Bevor ich was anderes mache mit dem, also. Bevor ich noch einen anderen Char oder so dran kriege. Natürlich habe ich recht, natürlich, wenn ich sage, habe ich immer recht, das würde ich ja gar nicht sagen. Das würde ich ja gar nicht die Energie aufhaupt hier verschwenden, um was zu sagen, wenn ich nicht recht hätte. Was ich meine, Spezi, das will ich dir. In solchen Dingen kannst du mir doch nicht vertrauen, weißt du doch. Genau, Amen. Paragraph 2, siehe Paragraph 1, sagst du, ne? Endlich mal wahre Worte von unserem Hasenhirn, deswegen hast du Hirn. Bei Spezi steht das nicht dabei. So. Ein bisschen das Gefühl, dass der Stream, seitdem ich die andere Karte auch aktiviert habe, also die andere Kamera gestern, nicht mehr so flüssig läuft, weil er noch eine ganze Capture-Card nochmal hier encodieren muss. Was ich aber machen kann, ist bei dem, wenn ich aktiv, dass es deaktiviert. Warte mal. Deaktivieren, wenn Quelle nicht angezeigt. Ja, machen wir das mal an. Dass das nicht die ganze Zeit rendern muss. Ja, hier habe ich es die ganze Zeit angemacht. Ja, Spezi ist halt schon ein alter Sack, also Sack hier. Nette alte Herr, Dame. Ich muss ja mal zum nach der Hüfte schauen. Sei froh. So alt kann keiner sein. Müsste ich eigentlich ausgehen, wenn ich dann hier das fertig habe, könnte ich vielleicht hinkommen. 15 AP haben und zu farmen. Aber eigentlich. Würde ich das jetzt hin oder her? Ich würde trotzdem das an andere Dinge rein wollen. So, man alles so entzaubert. Verkaufen können wir immer noch nachher. Ich muss zum Händler. Wir porten es aber hier einfach hin. Komm. Hält? Warum? Nein, ich jetzt hier weg. Ich wegporten. Rein da. Zack. Ja, 37 Minuten. Nix da. Ich habe mehr. So, reparieren. Und los geht's. Mit XP-Trank, oder? Pushen, pushen, pushen. Wir müssen leveln. Wenn wir hier 44 erreicht haben, dann.